Also das Bäckerhandwerk ist halt schon was richtig Tolles. Man lernt Brot backen und man macht damit anderen Leuten eine Freude. Hab dann auch als kleines Kind schon verschiedene Sachen mittags in der Backstube gebacken, hab das dann verkauft und macht mir einfach Spaß. Mir macht das einfach richtig Spaß und das nachts aufstehe, ich denke, das ist Gewohnheitssache, da kommt jeder rein. Ich wollte unbedingt Bäcker werden und dazu habe ich gedacht, okay, Deutschland ist ein ganz tolles Land und gibt es schöne Ausbildungsprogramme und das fand ich toll, deswegen bin ich nach Deutschland gekommen. Das ist mein Werk und gegenüber anderen Berufen, also das ist im wahrsten Wort des Wortes eigentlich brotlose Kunst. Das, was ich mache, das weiß ich, was ich tue. Ich habe einen elterlichen Betrieb, dadurch habe ich viele Leute kennengelernt und die haben mir Weinheim empfohlen und deswegen bin ich hierher gekommen. Der Bäckermeister ist grundsätzlich nicht verkehrt, aber hier in Weinheim, glaube ich, wird einem der letzte Schliff nochmal verpasst. Zum einen ist natürlich das gute Image, was die Schule nach außen pflegt und zum anderen natürlich die gute Fachkompetenz, die hier übertragen wird und das ist eigentlich der entscheidende Grund. Wir sind halt schon extrem Experten mit viel Erfahrung, also das merkt man und da profitiert man auch sehr viel. Die praktische Vorbereitung hier ist sehr gut gelaufen, also wir hatten auch viel Zeit, wir durften viel ausprobieren, durften alles ausprobieren. Und auch wenn man mal in irgendeinem Bereich keine Erfahrung hatte, die hat man sich dann hier spätestens geholt. Vor allem auch hier in Weinheim ist es sehr schön, weil hier passt auch noch alles. Die ganze Lehrkräfte, die ganze Schule, die ganzen Angestellte. Von der Putzfrau bis zum Koch, alles lobend zu erwähnen. Also mein absolut persönliches Highlight war die praktische Prüfung. Da es so gut geklappt hat, war es wirklich super. Und natürlich die ganze Abende, wo ich mit meinen neuen Freunden, die ich hier gefunden habe, verbracht habe, die sind natürlich auch absolutes Highlight. Wir machen verrückte Sachen, wir kommen gut miteinander klar. Es gibt natürlich so ein, zwei Sachen, über die man nicht sprechen darf, aber so alles in allem ist wirklich eine super Zeit mit den Leuten hier. Jetzt waren wir, letzte Woche waren wir Fußball spielen, wir waren auch schon Go-Kart fahren und das ein oder andere Fest wird natürlich auch gefeiert. Ich spiele auch Volleyball in Weinheim. Das macht auch mir voll Spaß. Die Qualität vom Unterricht war super. Man lernt hier viele neue Dinge kennen, die man auch später im Betrieb einbauen kann. Und es hat einem sehr viel geholfen. Wir müssen jetzt als Bäcker auf der ganzen Bundesebene zusammenhalten und versuchen, da die Discounter vom Markt zu vertreiben. Das Interessante in Weinheim ist natürlich, dass die Meisterschüler alle aus ganz Deutschland kommen. Das heißt, man lernt da viele verschiedene Leute kennen. Gut, zur Zeit wird man nicht mehr erleben. Also die Freundschaften und die, man schließt Freundschaften, man lernt Leute kennen, die man vorher sonst nie kennengelernt hätte. Ich kann jedem raten, hier in Weinheim sich fortzubilden, sei es für ein Seminar, sei es für ein Masterclass. Die Akademie Weinheim ist das Harvard der deutschen Bäckerakademien. Hier weiß man, was man kriegt.